Hallo Minecraft, willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe mir jetzt mal wieder was Neues ausgedacht, beziehungsweise was Neues überlegt, was ich zocken könnte. Feed the Beast Sky Factory 2.5. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass es ein Skyblock sein soll, in dem man mit einem Baum und einem Erdblock startet, mit mehr nicht. Ich bin gespannt, was da abgeht und lass mich einfach mal überraschen. Ja, 3, 2, 1. It's time to build. It's time to build. Okay. Und was soll ich bilden? Was ist denn das? Ah, das ist der Baum. Okay. Ist ja interessant. Da werden die Dinge angezeigt, wie lange man braucht, um den Block abzubauen. Also wenn das stimmt, dass da jetzt gleich ein Erdblock kommt. Ja, da ist er. Grasblock. Ah, falsche Tastenkombination noch. Dann müssen wir hier mal eine Plattform bauen, damit wir. Ein Sapling haben wir ja schon. Ich hoffe mal, es reicht ein bisschen das Holz, was ich habe, um hier ein bisschen was zu bauen. Sonst kann ich hier ja gar nichts machen. So, ja, da haben wir noch ein paar. Was haben wir hier denn alles im Inventar? World Domination with Open Blocks. Okay. Ein Fan. Canvas. Drawing Table. Und was mache ich damit? Okay, da gibt es ein paar Blöcke. Villager. Highlighter. Okay, das heißt, wir können Villager. Ein Vakuumhopper, ein XP Spawner. XP Drain ist cool. Okay. Ja, hier gibt es ein paar diverse Blöckchen. Hanglider gibt's. Crane Backpack. Sonic Glasses. Was machen die? Introducing the fantabulous new Sonic Glasses. This new and exciting technology from Open Blocks Inc. allows you see what you hear. See what you hear. Okay. Was ist denn das? So ein Scheibenputzer. Okay. Ich bin sehr gespannt, was hier alles möglich sein wird. Wir sollten hier mal wieder einen Bogen anpflanzen. Und dann wird man wahrscheinlich gleich mal ein bisschen warten müssen, bis der Baum wieder gewachsen ist. Ich werde mal hier gerade meine Tasten umlegen. Speed. Down next. Das Inventar will ich nämlich woanders haben. Inventar ist bei mir nämlich sonst immer Tab. List Player ist bei mir normal B. Und P ist normal. Und was ist denn P? P. Hier. Ne, das habe ich gerade gemacht. One Focus Crafting. Was machen wir denn da? Gibt schon. Minus gibt's auch schon. Splash gibt's auch schon. Plus gibt's auch schon. Z gibt's auch schon.
Ah. F gibt's auch schon. Mann! Komma gibt's nicht. Okay. Was ist denn hier? Was? What's new? 2.5 Changelog. Updated Bibliocraft to fix a dupe bug. Was auch immer das sein muss, möchte. Remove the Ender Collector or to remove a dupe bug. Fix dupe bug with extra utilities. Botania division signals no longer give iron back. Remove Tinker MacWorks to fix dupe bug. Okay, mehr Essen gibt's. Ja, hier diverse Sachen weggemacht, damit Bugs nicht mehr da sind. Okay, man könnte wohl irgendwelche Taschen mehrfach öffnen und dann die kombinieren. Okay, auf jeden Fall einiges drin hier. Wir warten immer noch, bis unser Bäumchen wächst. Ah, warte mal. Wir können hier mal eine Fackel aufstellen. Builder's Wand. So, World Domination haben wir uns angeguckt. Material and You. Inventory. Buch geöffnet. Okay, also Tinker's Construct haben wir hier, glaube ich. Toolforge, Toolstation. Ore in the natural environment. Aber ich habe doch hier Bounce Pad. Aber ich habe doch hier gar keinen. Was denn das? Ha! Jesus-Schuhe! Jesus-Schuhe! Ich hab Jesus-Schuhe! Das ist ja Waterwalk! If I put these things on my boots, I'm sure I can walk over water too. What could you do? Could go wrong. Das ist ja interessant. Ganze Schuhe machen, mit denen du übers Wasser laufen kannst. Was ist das? Underwater. Okay, Schuhe, mit denen ich unter Wasser laufen kann. Increases mining speed. Putting redstone on my weapon makes it faster. So you, why don't I put it on my hand directly? Okay. Aber ich frage mich immer. Auto Repair. Okay, ja, Auto Repair kennen wir ja. Aber die Goggles da würde ich gerne noch wissen, was das für welche sind. Die hier, Night Vision. Okay. Klingt alles sehr interessant, aber was machen die? Das sind noch komische Planeten irgendwo und da ist noch. Das ist die Sonne. Da ist ein Regenbogen. Kann ich zu den anderen. Boah, der Regenbogen ist gar kein Regenbogen. Das ist so ein Planetenstaub-Ding außenrum. Okay, was haben wir hier? Achievement Book. Welcome to Sky Factory 2. A Modpack by Beacon Donut. How to use this book? Da links steht irgendwie bla bla. Use the arrows of the bottom of the page to navigate to the book. You will see challenges separated into ages that represent the general path of progressing, although you do not need to do them in order. Simply check the box next to each challenge on completion. Careful thought questions become increasingly difficult as you progress. Also, don't forget to craft yourself an achievement stand to store this book on. No border biomes. The challenges in this book will help you through the early game. Oh, ich hasse es, wenn ich so viel lesen muss. Vor allem Englisch auch noch.
Okay, will spawn. Oceans will spawn monsters, but will not spawn passive animals. And mushroom biomes, also Ozeane lassen Monster spawnen. Und Mushroom, also Pilzbiome. Gibt einfach Pilze, aber keine Monster. Okay. Okay, danke an irgendjemanden. You can't ever beat the pack. But I have provided a list of challenges designed to help you progress. Don't worry if you don't know how to complete some of them. Have fun with the progress of the seminar for answers. You will learn a lot and have some fun too. They are divided into ages that only match you. Okay, das heißt, hier steht, dass man das ganze Ding gar nicht durchspielen kann. Aber man kann immer weiterkommen und es werden manche Challenges werden mich wohl vor Herausforderungen stellen. Okay, ich mache jetzt einfach mal die hier an. Da werden wohl noch sehr viele kommen. Build and I have farming stations with octating community which automate 20 different crops. Fill one chunk completely with triple compressed cover. What? Craft a single octuple compressed cobblestone block. Das sind die, wo ganz viele Cobblestones immer zusammengemixt sind. Also ich warte immer noch drauf, dass mein Komoro hier Bäumchen, dass es wächst. Gibt's hier. Aber hier steht, da stand so viel von irgendwelchen Welten drin. Ich weiß noch gar nicht, wo die Welten sein sollen. Wird's ja eigentlich nicht Nacht? Nee, die Sonne geht schon wieder auf. Ist okay, ist okay. Ist mir recht. Kannst du mal wachsen? Oak Sapling, E for more information. Ah, okay. Das heißt, wir haben hier Towncraft drauf. The end, the last. Okay. Na, ich bin ja sehr gespannt, was das hier alles wird. Ich möchte mich an der Stelle auch mal wieder entschuldigen, dass ich einfach nicht. Hey, das ist ein Minecraft-Gesicht. Das ist ein Minecraft-Gesicht. Eindeutig. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass im Moment mal wieder gar nichts gekommen ist. An Let's Plays oder sonst irgendwas. Sorry, das ist halt so. Ich mache das nicht hauptberuflich, ja, so wirklich, könnte man sagen. Sondern bei mir ist es ein Spaßprojekt, dass ich mir da einen YouTube-Kanal gemacht habe. Und dabei sollte es auch sein. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich wirklich täglich ein bis zwei Videos hochgeladen habe. Die könnt ihr euch alle noch angucken, ja. Das ist wirklich ein Minecraft-Gesicht. Ha, das ist ja witzig. Das ist cool. Da mache ich mal einen Screenshot. Zwei. Das ist cool. Warte mal. Oh, falsche Taste erwischt. Oh, was ist das? Was ist denn da unten los? Na, ist ja egal. Auf jeden Fall cool, das Gesicht. Vor allem bin ich gerade dabei, mich auf was Großes vorzubereiten im privaten Sinne. Ja, ich werde, ihr wisst ja, dass ich Dark spiele und das verschlingt gerade einen Haufen Zeit.
täglich mehrere Stunden damit beschäftigt, zu mal was anderes zu zocken, außer Minecraft oder am PC. Und ja, was passiert denn hier? Das ist cool animiert. Das gefällt mir. Das ist mal nicht einfach so ein Himmel, ja, mit schönen Sternen, sondern das ist spacey. Cool. Ja, aber ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier vielleicht ein längeres Let's Play draus mache. Hier ist endlich ein Bäumchen. Jetzt zum Ende der Folge. Toll. Dann können wir nächste Folge gleich wieder starten. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich jetzt die Tage mal wieder ein bisschen mehr sehen oder hören. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like oder einen Kommentar da. Wenn ihr Tipps und Infos habt zu diesem Let's Play, zu Sky Factory 2.5, Feed the Beast Mod, dann schreibt mir die in die Kommentare. Wenn ihr vielleicht mitspielen wollt, könnt ihr mir das auch schreiben. Dann werde ich mal gucken, dass man hier irgendwas gemeinschaftlich auf die Beine stellt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.